Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, ja, LS19 wieder von Auf Bergmann. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge haben wir ja ein paar Schweinchen hinterhergebracht und ihr habt euch auch richtig kaputt gelacht bezüglich der Kälber. Guck mal, da laufen sie nämlich und die sind gleich da, da können wir die auch gleich in die Aufzuchtbuchsen packen. Und wenn die dann natürlich aufzüchten, ich bin hier nach wie vor unterwegs mit dem John Deere aus dem John Deere Pack von Mimifco und dem Vieh-Anhänger. Und guck mal kurz beim Fassmacher vorbei, denn ich meine, wir hätten noch ein paar Fässer da rumstehen. Vielleicht können wir die dann auch mitnehmen, ich bin mir nicht mehr sicher. Ihr habt auch geschrieben, dass wir wieder neuen Holz machen müssen. Das werden wir auch irgendwann bei Bedarf nochmal machen. Ich werde mal kurz hier gleich einmal anhalten und mal kurz schauen, ob wir da noch was mitnehmen können vom Fassmacher. Der ist nämlich hier vorne links. Die Fleischkisten, ja, werden wir irgendwann auch nochmal rausholen. Ja, guck mal, wir haben sogar noch was da. Sehr schön. Da können wir hier gleich einmal die Fässer hier einladen. Auch wenn es ein Viehtransport ist, ist aber nicht schlimm. Denn, ja, diese Dinge müssen halt auch gemacht werden. Ne? Und dann kümmern wir uns wieder mal ein bisschen um die Bullenzucht. Wir werden ein paar Kälber noch zur Bullenzucht bringen. Und so weiter und so fort. Die laufen jetzt per Autodrive dahin. Da wart ihr echt verwundert. Ne? Ich habe das auch, glaube ich, mal durch einen Tipp, glaube ich, mal mitbekommen. Ich weiß gar nicht, wer es mir nochmal gesagt hat. Aber vielen Dank nochmal für diesen grandiosen Tipp. Es ist halt echt schon sehr, sehr lustig, beziehungsweise sehr, sehr cool. So, wir haben einmal die neuen Fässer, die können wir hier aufladen. Guck mal, da haben wir ein paar. Ne? Mahlzeit, Grüße. Servus. So, ne, die Fässer haben wir produziert. Die räume ich jetzt erstmal so ein bisschen ein. Und wenn die Kälber dann gleich da sind bei der Bullenzucht, werden wir uns dann um die Kälber kümmern. Also hier der Viehtransport ist ein echter Allweg- oder ein Allzwecktransporter. Ne? Da kann man echt viele Sachen mitmachen und kann auch diese Fässer dann natürlich von A nach B liefern. Bei der Schweinezucht weiß ich nicht, ob wir da auch schon weitere Schweine verarbeiten können. Müssen wir mal gucken. Vielleicht verkaufen wir auch mal ein paar Zuchtschweine, damit wir auch ein bisschen Geld bekommen. Aber das ist auf jeden Fall echt hier so ein Allzweck-Fahrzeug. Es gibt natürlich auch so einen schicken Sprinter. Ne? Da fragt ihr mich auch immer, ob ich weiß, wann der rauskommt. Ist nämlich der, den Ansgar, glaube ich, hat. Keine Ahnung, da müsst ihr ihn mal selber fragen. Schauen wir einfach mal. Ne? Gucken wir uns also das Ganze einfach mal an hier. Und werden jetzt hier die Fässer nur kurz einladen. Und ja, die müssen dann rüber zur Obstplantage. Und gleich müssen dann auch die Kälber da sein bei der Bullenzucht, sodass wir uns dann in der heutigen Folge ein bisschen um die Kälber kümmern können. Und zur nächsten Folge, Leute, schreibt es mal rein. Sollen wir eher die Obstplantage mit dem Rasenmäher bedienen oder die Kleewiese? Eins von beiden, schreibt es gerne rein. Würde ich dann in der nächsten Folge auflösen und dann auch in der nächsten Folge dann umsetzen. Ne? Ich spreche jetzt Rasenmäher, entweder hier mähen oder eben halt die Kleewiese. Das müsste, glaube ich, das Stück hier sein. Ne? Schreibt es gerne rein. Die Mehrheit entscheidet. Ich weiß, man kann es nicht mehr jeden recht machen. Und ja, ich wünsche euch allen auch einen schönen Sonntag. Und wenn wir es geschafft haben, ne, in den Sonntag zu kommen, also Team Manitou, auf dem Herofest in Bern, dann könnt ihr uns heute zuschauen. Ne? Schaut gerne vorbei. Entweder haben wir schon gespielt oder wir spielen noch. Eins von beiden. Ich lasse den jetzt hier erstmal so weit stehen, weil den benötige ich erstmal nicht. Und hier sind gerade die Kälber angekommen. Gucken wir uns mal an hier. Guck mal. Zack, da ist auch eine Meldung. Guck mal, dann wird das hier rückwärts eingeparkt, das Kalb. So, jetzt können wir das Kalb hier ganz normal mitnehmen. So, da ist die Kollegin, die läuft halt auch nochmal lang. Und es sieht halt einfach wirklich tipptopp 1A aus. Ne? Guck mal, wenn wir uns das Ganze jetzt hier anschauen, wenn wir jetzt hier so stehen bleiben, die läuft halt einfach weiter, weil wir halt keine Collie haben. Aber es ist halt echt witzig, ne? Guck mal, die läuft hier mit dem Kalb lang, wir haben Kalb. Jetzt wird das hier rückwärts eingeparkt, weil hier halt so eine Parksituation ist. Und gleich können wir das dann ohne weiteres wieder raus. Und das ist echt sehr witzig gemacht. Und wir bringen jetzt die Kälber in die Aufzuchtboxen. Guck mal, jetzt geht's rückwärts. Und dann gleich ist das Kalb auch wieder da. Ist echt cool. Ist echt ein cooles Feature. Ich finde es tipptopp. Macht sehr viel Spaß und bringt auch so ein bisschen Freude mit rein. Ich mache mal kurz das Hut aus. So. Ne? Neue Kälber für die Bullenzucht. Da können wir die jetzt auch noch hier versorgen. Ihr könnt die natürlich auch anderweitig transportieren. Ihr könnt auch natürlich selber damit dahin laufen. Ne? Das müsst ihr halt selbst entscheiden. Und ja, ist aber auf jeden Fall echt gut.
So, wir müssen mal gucken, ob wir ausreichend Stroh hier haben. Ich denke mal schon. Warte mal, hier ist schon alles voll, oder? Doch nicht. So, der Fahrer von Kalb ist angekommen bei Bullenmischration. Sehr gut. Ja. Ach, guck mal, wir haben sogar noch genau zwei Plätze frei. Das bietet sich ja richtig gut an. Ah, hier müssen wir noch ein bisschen Kälbermilch herstellen. Das ist nämlich nicht komplett gut drin. Wir machen mal die beiden Boxen auf hier. Zack, zack. So, da kommt das erste Kalb hier rein. Oder das vorletzte. So, und hier bekommt ihr dann Bullen raus, ne? Die Bullen könnt ihr halt für die... Ach, guck mal, hier haben wir auch noch Platz. Ah, nee, guck mal, hier ist ein großer, ne? Ja, die haben halt so größere Ställe. Guck mal, die sind echt größer. Okay, cool. Ja, das heißt, da werden diese Bullen hier gezüchtet, ne? Und diese Bullen könnt ihr dann wieder verkaufen oder könnt ihr halt für die Sprunghalle nutzen. So wie ihr es gerne möchtet. Guck mal, da wird das Kalk geparkt. Das ist natürlich der falsche Begriff, aber ihr wisst schon, was ich meine. So, mit dem Kalb können wir jetzt halt hier auch wieder rüberlaufen. Ja. Machen Autodrive mal wieder aus. Autodrive übrigens mit Alt, Links und 0 könnt ihr es ein- und ausschalten, ne? Weil auch immer die Fragen kommen, wie ich das Ganze ein- und ausschalte. Und wenn ihr wissen wollt, wie grundsätzlich Autodrive funktioniert, ne, dann schaut gerne bei Mario Hirschfeld vorbei. Der macht nämlich tolle Tutorials dazu. Wenn ihr jetzt die Installation wissen wollt, wie man jetzt hier zum Beispiel Autodrive auch hinzufügt, habe ich auch ein Video zu Hof Bergmann gemacht. Schaut da gerne auch mal rein. Hatte ich ja schon in der letzten Folge erwähnt. Und ja, guck mal, jetzt sind wir hier unterwegs mit diesem schicken Kalb. Und das wird jetzt gleich in die Aufzuchtbox gepackt. Und dann werden wir noch ein bisschen Milch. Ich weiß nicht, ob wir noch was herstellen müssen oder ob das ausreicht. Und dann haben wir hier die Aufzuchtboxen auch alle voll. Es wird Zeit, dass die Tiere mal wachsen. Viele fragen auch immer, wie lange wachsen die oder wie lange brauchen die. Es ist unterschiedlich. Manchmal nach einem Tag, manchmal nach zwei. Ich glaube, maximal 8 Tage brauchen die. Voraussetzung ist, dass sie Stroh haben, ne, so wie hier. Und natürlich auch hier diese Kälbermilch drin haben. Die haben jetzt nicht so viel drin. Deswegen werden wir mal gucken, ob wir hier noch was drin haben. Ist da noch Kälbermilch drin? Nee, die ist alle. Guck mal, wir müssen was Neues herstellen. Ne, wie stelle ich den ganzen Spaß hier dementsprechend her? Ich brauche erstmal einen Sack Kälbermilch. Die könnt ihr Kälbermilchpulver, ne, die müsst ihr halt kaufen. Dann schmeißt ihr den hier rein. So, und dann zwei Eimer Wasser. Blub. Hier habt ihr Wasserhahn. Sollte der Wasserhahn nicht funktionieren, schmeißt das manuelle Ankuppeln raus oder irgendeine andere Mod, die euch diesen Fehler verursacht. Aber meistens ist es das manuelle Ankuppeln. So, jetzt haben wir das hier alles drin. Komm, sehr schön gefüllt. Da können wir einsteigen. Jetzt steht hier Wasser drin, ne? Ist aber kein Wasser. Das heißt, wir machen das Ganze zu, drücken die Taste B und jetzt wird das Ganze quasi produziert. Dauert halt ein bisschen, 2 Minuten glaube ich dauert es, oder? Jo, 2 Minuten. Können wir mal kurz hier nach dem Rechten sehen. Ne? Also hier sind die Bullen, denen geht es soweit gut. Dann haben wir hier einmal noch die Jungbullen, die wir auch haben. Guck mal, da haben wir braun-weiße und hier haben wir die schwarzen Jungbullen. Echt schöne Tiere, die können wir uns nochmal im Detail angucken. Sieht echt gut aus, ne? Guck ich die mal an. Ein Prachtkerl dank Schappi, ne? Natürlich auch die dementsprechenden Geräusche. Aber sieht halt schon wirklich tipptopp aus. Mit den Tieren hier. Und macht auch sehr, sehr viel Spaß, sich mit den Tieren hier so ein bisschen zu beschäftigen, ne? So, Kälbermilch produziert. Guck mal, werfen wir mal einen Blick auf die Sprunghalle. Gucken wir uns die mal an. Macht der Bulle wieder Pause? Nee, der Bulle ist noch fleißig. Den haben wir aber vor einigen Folgen mal hier reingepackt. Da ist er, ne? Der ist fleißig. Ne, liebe Kinder, guck mal, wir müssen weg. Fleißig ist er. Und der gibt alles, ne? Und da bekommt ihr hier halt in diesen schönen Dingen hier halt dieses Bullensperma. Ne, und das könnt ihr dann hier einlagern und könnt das nutzen, entweder zum Verkauf oder eben halt auch für das Befruchten eurer Kühe, also die Milchkühe. Sehr schön. So, das können wir erstmal wieder zumachen hier. Sollte jetzt auch fertig sein mit der jeweiligen Produktion der Milch.
Sehr schön, sehr schön. Schaut das mal an. Jo. Oder? Ne, 4 Sekunden. 3, 2, 1 und bumm. Kälberaufzuchtmilch haben wir jetzt. Das heißt, das ist ready. Da können wir jetzt hier wieder die Kälber versorgen, die wir hier bei uns auf dem jeweiligen Hof haben. So, das Ganze ist elektrobetrieben. Ihr könnt das Ganze auch elektronisch laden. Ne? Ist natürlich auch mal wichtig. So, hier haben wir jetzt noch Platz. Wir können das Ganze einmal auffüllen. Machen wir noch kurz einen Screenshot hier. Blub, fürs LP. Sehr gut. Hier auch. Ja, dann sind wir hiermit fertig. Das heißt, wir können das Gerät einmal ausschalten, beziehungsweise die Produktion stoppen. Wir können jetzt hier ganz normal zurücklaufen. Jetzt machen wir mal wieder das HUD an. Und das F1-Menü, da seht ihr es doch mal, ne? Ist 100%. 80-20 ist das Mischverhältnis. Und dieses Gerät hier, dieses schöne, können wir hier auch laden. Denn das verbraucht Akku. Und wenn wir das die ganze Zeit rumfahren mit Q, könnt ihr antickern und dann mit I das Ganze dann laden. Dann habt ihr hier nochmal einen Ladestatus. Da oben blinkt das Ganze dann. Ne, und könnt dann hier ja das Ganze soweit wieder nutzen. Ne, das erstmal soweit zu den Kälbern, ne, und zu den Bullen. Damit will ich es dabei erstmal belassen. Ich fand das auf jeden Fall lustig, dass es auch mit Autodrive funktioniert hat. Fand ich persönlich sehr cool. Und ist auf jeden Fall etwas Lustigeres. So, jetzt gucken wir nochmal hier, was wir hier noch alles haben. Wir müssen erstmal unseren Stall hier einmal wieder zumachen. Wir haben jetzt natürlich einige Tiere hier rausgeholt. Ist aber nicht schlimm, wir haben genug Mist. Wir könnten jetzt hier nochmal ein bisschen Mist rausfahren bei den Schweinchen. Das machen wir jetzt zum Ende der Folge auch nochmal so ein bisschen. Und werden dann noch ein bisschen Schweinefutter hier reinpacken. Ja, also um die Tiere kümmern ist immer ganz, ganz wichtig. Viele schreiben auch immer, warum nutzt du eigentlich die Schubkarre? Du kannst auch mit dem Frontlader rein. Ja, das weiß ich, Leute. Aber ich finde es halt schöner mit der Schubkarre. Ist natürlich vom Aufwand her manchmal ein bisschen mehr, aber mir ist das vollkommen egal. Und den Mist können wir natürlich auch verwenden. Wir müssen auch noch mal gucken, wann unser Stroh fertig ist. Beziehungsweise unser Kompost. Oh, guck mal hier, der Haufen, der wird schon ganz schön groß. Und so haben wir immer jede Menge zu tun hier auf unserem Hof. Also langweilig wird uns hier nicht, ne? So, mit Steuerung links und Z, ne, aktiviert ihr hier die eingebaute Schaufel. So, und das gleiche macht den auch wieder weg. Mit der linken Maustaste gedrückt halten, nach vorne kippen. Da kippt ihr halt den Mist dann aus, ne? Sehr schön. So, dann haben wir das mal wieder fertig. Jetzt habe ich beinahe mein Glas hier umgekippt, was ich hier stehen habe. Sehr gut. So, das misten wir nochmal aus. Und da müssen wir mal gucken, dass wir, was wir mit dem Mist machen. Den können wir natürlich auch auf den Feldern ausbringen. Nämlich bei der Bullen, bei der Schweinezucht haben wir halt jede Menge Mist. Guck mal, hier ist auch wieder jede Menge Mist. Da werden wir noch einige Schubkarren jetzt hier rausfahren. So, kommen Sie, kommen Sie. Sehr gut. Oh, es sammelt sich hier schon. Können wir irgendwann mal überladen. Und oben bei den Kühen haben wir halt auch schon was. Da müssten wir vielleicht auch nochmal zum späteren Zeitpunkt auch nochmal ein bisschen ausmisten. Wie gesagt, Frage steht noch im Raum. Was sollen wir machen? Was sollen wir mähen mit dem Rasenmäher? Entweder die Grasfläche auf der Apfelplantage oder ne, wollt ihr lieber, dass wir die Kleewiese damit machen? Dass wir mal wieder ein bisschen Klee runterholen. Mit einem richtig richtig tollen Rasenmäher, den ich mir rausgesucht habe. Wird auf jeden Fall sehr, sehr cool. Sehr schön, sehr schön. Tipptopp. So, das haben wir auch. Natürlich verschiedene Schweine drin, ne? Rosa Schweine, gefleckte Schweine und so weiter und so fort. Oder Säue, glaube ich, heißt es ja eher. So.
Wir müssen hier auf jeden Fall den ganzen Spaß bei Bedarf mal wegpacken. Weil das quillt hier schon über. Dazu könnte ich ja eigentlich mal den großen Radlader nehmen, ne? Eine Schaufel, alles weg. Würde sich quasi anbieten, ne? So 3-4 Schubkarren haben wir hier noch. Oder wir machen das halt mit dem Frontlader, mit dem Kramer. Der steht ja da vorne sogar. Könnten wir eigentlich machen, ne? Es geht halt immer nur bis zu einer gewissen Höhe. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie viel wir da jetzt grundsätzlich drin haben, ne? Ist aber schon einiges an Mist drin. So, hier können wir auch nochmal was aufnehmen. Zack, zack. Oh, der ist schon wieder voll, ne? Also, die Schubkarren fassen halt nur 260 Liter. Der macht aber nur bis 99% immer hier rein. Ihr könnt natürlich auch eine manuelle Schaufel nehmen, wenn ihr das wollt. Das wäre natürlich auch möglich, um das zu befüllen. Wenn ihr jetzt diesen automatischen Modus nicht mögt, ist es dann für euch vielleicht ja, ein bisschen schöner. Ich nehme ja auch immer diese rostige alte Schubkarre, weil die halt wirklich ja, so richtig abgeranzt aussieht. Ich finde es persönlich am schönsten, das hier mit der Schubkarre zu machen. Es gibt vielleicht auch bessere Dinge, die man damit machen kann. Aber so haben wir jetzt einmal hier noch den Stalleimer komplett ausgemistet, was sehr gut ist. Sehr schön, da können wir gleich die Tür wieder zumachen. Den Spaß können wir, glaube ich, jetzt gleich mal rüber befördern mit dem Frontlader. Ist da vielleicht ein bisschen doppelt gemoppelt, weil wir jetzt zwei Sachen hier mitgemacht haben. Aber so haben wir es erstmal raus befördert, weil mit dem Frontlader wäre ich da nicht reingekommen. So, dann gehen wir mal rüber zu unserem Kramer. Werden jetzt hier noch ein bisschen den Mist rausfahren. Ich muss mal gucken, ob ich den Schaufel hingepackt. Die Schaufel ist entweder oben oder hinten. Ich fahre erstmal hoch zu unserem Kuhstall. Vielleicht steht sie ja dort. Und dann können wir das Ganze dann rüberfahren. Hier gärt ja noch unsere durchwachsene Silphi. Die haben wir ja da abgekippt. Guck ich mal kurz gleich, wo die Schaufel hin ist. Weil man sucht hier immer irgendetwas auf den Höfen. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, aber ich glaube, das kennt ihr. Ich weiß, man kann über die Karte durchzappen. Das geht halt. Manchmal lasse ich die hier stehen. Vielleicht habe ich die auch drüben stehen lassen, bei dem anderen Mist. Müssen wir gleich mal gucken. Bei dem anderen Misthaufen hier vorne. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Ist aber, glaube ich, nicht der Fall, ne? Nee. Dann steht die wahrscheinlich drüben noch beim Kompost, wo wir dort ein bisschen was abgefüllt haben oder übergeladen haben. Ich fahre jetzt einfach mal hier durch den Stall. Ne, da seht ihr auch, alle Aufzugbuchsen sind voll. Ne? Hier rechts hinten, in den hinteren gibt es halt Jungbullen, hier in den vorderen gibt es halt Milchkühe und da, wo wir gerade die Kälber reinbefördert haben, gibt es halt Bullen oder Zuchtbullen, wenn man es so ausdrücken möchte. So, wo habe ich jetzt die Schaufel hingepackt? Oder habe ich die hier neben gehabt? Ich gucke nochmal kurz. Kann sein, dass ich da nochmal ein bisschen was nachgebessert habe. Ich bin jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube, hier war nur der... Genau. Der war hier nur. Das Förderband. Dann fahren wir mal rüber zu unserem zweiten Hofteil. Nämlich da wird es wahrscheinlich sein. Sehr gut. Ja, Pflanzenöl wird fleißig produziert. Ne, hier müssen wir mal gucken, wann wir dann das Pflanzenöl von der Ölmühle hier rüber befördern können. Das hier, wie gesagt, ist der Biogas-Tank-Trailer. Den bekommt ihr, wenn ihr das LSFM-Tankpack habt. Dann im Menü, was LSFM Tankpack das Ganze kauft. Wo habe ich denn? Ach, da ist er doch. Guck mal. Da ist er. Ist da noch irgendwas drin? Ich weiß es gar nicht. Ich hoffe nicht. Nö, ist leer. Das heißt, ich werde jetzt einfach hier mal rüberfahren
noch ein bisschen Mist von A nach B kutschen. Ne, den werden wir dann rüberfahren zu unserem jeweiligen größeren Misthaufen. Ich werde dann auch nochmal die Kühe dementsprechend ausmisten oben. Und ich würde sagen, Leute, das soll es gewesen sein. Mal buntes Potpourri heute an Sachen, die wir so ein bisschen gemacht haben. Ein bisschen hier aufgeräumt, da aufgeräumt. Die Kälber natürlich. Jetzt haben wir alle Aufzuchtboxen oder Boxen voll. Ja, müssen jetzt bloß warten, bis die Kälber dann natürlich ausgewachsen sind. Das kann bis zu 8 Ingame-Tage dauern. Bei ausreichender Versorgung natürlich auch nur. Und ja, ich würde sagen, das soll es dann gewesen sein. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen und sage mal bis dahin. Tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.